So, herzlich willkommen hier auf Aktienlust TV an diesem Sonntag. Und heute ist es mir ein Bedürfnis, mal ein Video in eigener Sache zu machen. Denn es geht natürlich in erster Linie um unsere jüngsten Schwierigkeiten im Streaming bei der Show. Aber es geht generell um die Philosophie dieses Kanals. Also alle, die Lust haben, Aktienlust weiter zu verfolgen, die wirklich vielleicht auch unsere Denkweise besser verstehen wollen, für die ist dieses Video gedacht. Und am Ende dieses Videos versteht ihr uns besser und eben auch unsere Einstellung zur Börse, zu dem, was wir euch hier auf dem Kanal mitteilen wollen und eben zu unserem Wunsch, das ist die Quintessenz von allem, dass wir Lust auf Aktien machen wollen, dass wir Menschen für die Börse begeistern wollen auf eine etwas andere Art und Weise. Und manche verstehen das nicht so ganz. Und vorweg, das muss ich ganz klar sagen, unsere Community, die sich bis jetzt gebildet hat, ja, das ist die größte, die geilste Community überhaupt. Ja, das muss ich ganz klar sagen, ob das bei uns unsere Clubmitglieder sind oder alle die, die bei unseren Live-Sendungen immer im Chat dabei sind. Das ist einfach großartig. Und letztendlich ist dort diese Botschaft oder diese Intention, mit der wir diesen Kanal betreiben, auch ganz klar angekommen. Also für euch ist dieses Video vielleicht nur noch eine Ergänzung dessen, noch mehr darüber zu erfahren und zu verstehen, was wir hier machen. Mir ist dieses Video heute vor allen Dingen wichtig für alle Menschen im Hintergrund. Der Mick und ich, wir sind ja Personen der Öffentlichkeit, wir sind es gewohnt, auch mal eins auf die Mütze zu kriegen, also verbaler Art. Und damit kommen wir auch sehr, sehr gut klar. Wir können uns auch wehren, sowohl verbal als auch schriftlich. Das liegt uns manchmal im Blut, manchmal machen wir es sogar gern. Ja. Aber hinter der Kamera gibt es natürlich wirklich fleißige Menschen, die bemühen sich, ja, gerade was diese Live-Show angeht, das richtig zu machen, das gut zu machen, das technisch sauber zu machen. Und da möchte ich mal hier in die Bresche springen für diese und den Mut machen. Also wir stehen hinter euch. Ja? Macht euch keine Gedanken, wenn es mal nicht hakt, wenn es mal nicht funktioniert, wenn es irgendwo hakt. Und bitte nicht dran denken, dass wir hier irgendwie sauer sind. Ja? Oder was. Weil das ist wirklich kompliziert. Und das ist auch etwas, was ich hier mal zu Beginn mal klarstellen möchte. Ja? Weil wir machen Livestreaming. Und andere machen es auch, da gibt es dann die Kommentare, sagen, warum kriegen das die hin, ja, und ihr kriegt das nicht hin und da hakt es. Es gibt da Unterschiede, ja, fangen wir mal mit dem Einfachen an. Wenn ich ein Livestreaming mache, einfach mit dem Smartphone, ich habe mein Mikro, ich habe meine Kamera, direkter Link, Feierabend, ja. Einfach, kompliziert, extrem wenig fehleranfällig. Version 2 ist zum Beispiel, wenn ich meine Videos hier morgens mache, hier bei mir in der, ja, in meinem kleinen Eckchen da an meinem Schreibtisch sitzen. Das ist die nächste Stufe, weil ich da ein spezielles Programm benutze, um euch Charts zu zeigen. Ja. Da gibt es schon die eine oder andere Knackpunkt oder der eine oder andere Knackpunkt, der da schwierig sein könnte. Ja. Aber insgesamt auch noch relativ einfach. Ja. Und dann haben wir unsere Aktienlust Börsenshow mit 4 bis 6 Funkstrecken. Ja. Unsere Gäste, jeder kriegt sein eigenes Mikrofon, jeder hat seine eigene Funkstrecke. Das wird gemischt und abgemischt von einem extra vor Ort befindlichen Tontechniker. Ja. Wir haben ein Kamerateam, 4 Kameras im Einsatz, um alles aufzufangen bestmöglich. Wir haben sogar jemand vom Lichter. Ja. Alter Fuchsbau, ja, alte Kneipe, ist nicht ganz einfach. Die Decken sind zu niedrig eigentlich. Man würde sich was anderes wählen. Ja. Also alles so diese Komponenten, das fließt dann alles in einen Äther rein, um es einfach auszudrücken, und wird dann zu YouTube durchgeleitet. So. Auf diesem Weg dahin gibt es schon so viele Möglichkeiten, wo Störungen vorliegen können. Da reicht ein einzelnes Kabel. Und wer schon mal im Fuchsbau war, und viele Clubmitglieder, die waren schon im Fuchsbau, und die haben gedacht, was ist das einfach für ein Aufwand? Das ist ja unfassbar, was ihr da jedes Mal macht. Ja, und da reicht ein Kabel, dass das gestört ist, ja. Und auch da nochmal diese wahnsinnige Community,
dieses ältere Pärchen, das mit dem Wohnmobil von München, während Deutschland im Eischaos versinkt, keiner soll mehr fahren, kommen die mit dem Wohnmobil in den Fuchsbau gefahren, um bei der Sendung dabei zu sein. Gleichzeitig kommt ein Fan aus Hamburg zu uns, ja, auch um live vor Ort dabei zu sein. Das ist großartig. Und das sind auch Menschen, die das Herz der Aktienlust verinnerlicht und verstanden haben. Ja. Also, wir machen diese Show und diesem Aufwand und da kann es Probleme geben. Und wir hatten ja gerade in der letzten Sendung ja wirkliche Fachleute vom Internet, die auch erklärt haben, ja, selbst die Bandbreite, die haben ja nachher auch geschaut, alles top, alles gut, aber auch da kann es ein Problem beim Provider geben, es kann ein Problem bei YouTube geben, weil dieser Inhalt, man weiß gar nicht, von welchem Server aus der dann gestreamt wird. Ja. Ist der in Estland, ist der in Südamerika, alles ist möglich. Also es gibt viele Probleme, das zu machen. Deswegen vermeiden, oder ich kenne kein anderes ähnliches Format, eine Show live gestreamt, weil das große Probleme mit sich birgt, die viele gar nicht machen, weil natürlich kostet das viel Geld und auch unsere Sendung kostet immens viel Geld. Das ist Liebhaberei, das darf man sagen. Also wer sich darüber Gedanken macht, dass sich das monetär in irgendeiner Form trägt, bitte vergesst das. Wir machen das nicht aus Lust an der Freude, aber es ist natürlich Teil unserer Philosophie, wo wir selber sagen, hier stecken wir Geld rein in ein Format, das unser Herz nach draußen trägt, was im Zusammenhang mit der Börse steht. Weil das ist ja auch diese Idee hinter der Aktienlust-Börsenshow, nämlich eine Sendung zu machen, die nicht nur fachlich, sachlich euch Inhalte liefert, sondern auch Unterhaltungselemente hat und natürlich auch Diskussionen in einer Atmosphäre der Gemütlichkeit. Weil wir der Meinung sind, dass man die Börse dahin bringen sollte, wo sie hingehört, an die Stammtische. Die Idee, Inas Nacht und eine Börsensendung zu kombinieren, die steckt letztendlich hinter diesem Format. Und es gibt ja welche, die haben es ja sogar versucht nachzumachen. Ja, die haben sich, das weiß ich, das wurde mir geflüstert, richtig drüber aufgeregt, dass wir hier in Fulda sowas auf die Beine stellen und man es selber nicht hinkriegt. Man hat es wieder sein lassen, weil es sich monetär einfach nicht rechnet. Ja, und dann sagt man, okay, das macht keinen Sinn. Ja, wir ziehen es trotzdem durch, weil wir da eine Botschaft vermitteln wollen. Ja, und das ist Kern dieser ganzen Geschichte. Wir wollen euch eben auch hier durch dieses Live-Format Gäste präsentieren, die ihr so nicht unbedingt in diesem Zusammenhang sehen würdet. Professoren aus dem Bereich künstliche Intelligenz, aus dem Bereich Internet, Infrastruktur, ja, aus dem Bereich Energietechnik. Ja. All das haben wir bis jetzt hier schon euch dargeboten und auch konträre Meinungen, die es ja so im klassischen Fernsehen nicht mehr gibt. Ja, wo fetzen sich schon Professoren pro und contra erneuerbare Energien? Bei uns tun sie das, ja. Und das eröffnet aus meiner Sicht neue Gedanken, neue Möglichkeiten, was man daraus machen kann, auch natürlich börsentechnisch bezogen. Und das steckt natürlich immer dahinter, euch auch Ideen zu liefern. Ja. Wir ergänzen solche Sendungen ja auch immer mit Gesprächen mit anderen Analysten, Börsianern. In was kann man da investieren? Ob das Simon Betschinger ist, ob das Holger Schulz ist oder jetzt zuletzt eben Lars Erichsen zum Thema Cybersicherheit, Internet Security oder umgekehrt. Ja. Also das ist das, was wir euch ja einfach hier da bieten wollen. Dazu eingepackt Musik. Natürlich macht das gar keinen Sinn. Ja, das kostet nur Geld, aber wir wollen euch diese Unterhaltung bieten. Wir wollen einfach, dass ihr Spaß habt während so einer Sendung, ein Bier trinkt, auf dem Sofa sitzt. Also nicht so steif das Ganze eben darstellen. Das steckt letztendlich dahinter. Und ich glaube einfach, dass auch viele, die mit uns gesprochen haben, sagen, Mensch, so ein Format gehört eigentlich ins Fernsehen. Absolut richtig. Und ich glaube sogar, dass so ein Format im Fernsehen viel mehr für die deutsche Altersvorsorge, für den deutschen Wohlstand bewirken würde, als die ganzen Milliarden, die da sinnlos verbracht werden zum Teil. Ja? Weil letztendlich durch die nähere Beschäftigung mit Unternehmen, dass man sich daran beteiligen kann, viel, viel Gutes passieren könnte. Wir bräuchten einen Staatsfonds, ähnlich wie dem norwegischen. Wir bräuchten mehr
Unternehmensbeteiligung, mehr auch Identifizierung der Bürger in diesem Land mit ihren tollen Unternehmen, ja, dass wir eine Allianz haben, eine Münchner Rück, in die wir investieren können und die uns eine Verzinsung geben. Ich spreche extra jetzt von Verzinsung, nicht von Dividend. Eine Verzinsung auf unsere Geldanlage, die es nie irgendwo auf dem Sparbuch mit irgendwelchen Geldwerten geben würde und auch geben wird, weil man hier einfach steigende Dividenden bekommt über die Jahre hinweg und diese Unternehmen im Kurs auch noch zulegen. Ja, das ist das Gesetz der Ökonomie und das ist viel, viel wichtiger und wertvoller als Sparbuch, ja, oder kapitalbildende Lebensversicherung. Sorry, ja, dann schneide ich der Allianz gleich noch ins Fleisch, aber die machen natürlich vieles, vieles andere mehr. Also das sind Themen, die wir euch nahebringen wollen. Dann natürlich auch im Live-Format eben, dass ihr euch trefft in der Community, dass ihr chatten könnt, dass ihr euch austauschen könnt. Das sind mittlerweile Freundschaften entstanden. Ja? Und immer wieder, auch wenn wir unsere ja, Live-Treffen machen im Club, ja, unsere Stammtische, wo wir erfahren, ach, das ist so schön, dass man sich mal einfach einen Abend lang über die Börse unterhalten kann. Zu Hause geht das nicht. Ja, im Freundeskreis ist es ein Tabu und wir können da nicht drüber reden. Von daher ist es so toll, dass wir hier Gleichgesinnte finden. Ja, in unseren Live-Sendungen geht das natürlich und da könnt ihr das machen. Und von daher, ich fand das großartig, wie eben in der letzten Sendung 600 live dabei waren. Die haben dann irgendwann umgeschaltet vom Sehen auf einfach Zuhören. Und selbst das war ja schwierig, weil der Ton ab und zu ausgesetzt war. Und die einfach sagen, ich bin hier dabei, ich erfahre hier Neuigkeiten, jetzt ist ein Bosbach dabei. Auch das, wir nehmen natürlich auch mal Politiker mit in die Sendung. Weil Politik, Kultur, alles hat mit Börse zu tun. Natürlich, hier werden Weichenstellungen vorgenommen. Hier werden Trends, Lifestyle, neue Dinge kreiert, die irgendwo natürlich in unsere Überlegungen einfließen, womit wir Geld verdienen können. Natürlich ist eine Überlegung, wenn Taylor Swift hier ein Konzert in Deutschland macht, ja, geht hier auf Europatour und CTS Eventum vermarktet das, ja, dass ein Run auf Konzerte auf einmal entsteht. Ja, die wollen auch zu Adele, die wollen auch sonst wohin. Das ist gut für CTS Eventum. Man kommt von der Kultur und geht runter zur Aktie. Ja, all diese Geschichten, die gehören zueinander, die passen zueinander. Und das sind Dinge, über die wir sprechen wollen, wo wir auch andere Fragen stellen wollen als üblich. Und von daher wollen wir uns da auch gar nicht festlegen lassen. Wir wollen konträre Meinungen in unsere Community reinbringen und damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, weil es sind ja nur noch Verrückte unterwegs. Ja? Und die Gräben werden immer größer, die einen schwarz, die anderen weiß und da, wo es eigentlich sein sollte, die Mitte, da ist niemand mehr, da wollen wir hin. Also Live-Format ist uns wichtig, dass ihr auch solchen Experten selbst Fragen stellen könnt, ja, in der Sendung, ja. Es ist die Call im Chat, die guckt und nimmt das eine oder andere rein. Ihr könnt mitspielen, mitgewinnen während den Sendungen. Auch das ist möglich. Wir haben natürlich auch ein Börsenspiel von Analysten. Auch das nicht so gemindest. Und da gibt es ja auch Kritik, ja, die sind ja so schlecht, das kriegt ja jeder besser hin. Ja, macht euch mal den Spaß und handelt nur donnerstags um 12 Uhr. Ja. Fern der Realität, da würde ich selbst wahrscheinlich gar nicht an der Börse investieren, wenn ich nur donnerstags um 12 anlegen dürfte. Ja, es ist ein Spiel und wir wollen euch Anlageideen hier präsentieren. Unterschiedlichster Art und das machen unsere Teilnehmer in den letzten Sendungen eigentlich immer vorzüglich. Ja. Und ich selbst bin da auch immer wieder auf neue Ideen gestoßen. Ja, wenn ich allein jetzt zuletzt auch Markus Weinkram mit seiner Drone Shields, ja, Wahnsinn, oder andere Beispiele, ja, Cliff hat tolle neue Aktien in seinem Depot oder auch wie Salah und Christian von IG einfach diese Zyklik reinbringen, ja, diese jahreszeitlichen Muster einfach ins Trading rein. Man kann traden, man kann investieren, alles ist möglich. Diese Ideen werden euch hier präsentiert und das finde ich großartig. Ja. Also von daher, bitte seht es uns weiter nach. Wir versuchen natürlich immer das Beste. Natürlich machen wir unsere Überlegung, macht das mit diesen Live-Sendungen überhaupt Sinn, wenn das so problematisch ist? Wir haben nun mal keinen Satellit. Das würde es natürlich noch weniger rechenbar machen. Und deswegen überlegen wir schon, vielleicht das als Premiere demnächst mal zu planen für die nächste Staffel, dass wir einfach in Ruhe drehen und dann gemeinsam die Sendung anschauen. Dann fehlen halt diese ganzen Live-Geschichten, dass ihr da euch interaktiv da beteiligen kann. Aber vielleicht haben wir ja da auch Ideen. Ja, wir sind da ja flexibel. Also all das sind Überlegungen, die wir uns natürlich machen. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielen
gefällt und dass sie das beibehalten wollen. Und von daher geht der Trend natürlich auch dahin, auf jeden Fall diese Staffel ziehen wir durch. Ja, und wir versuchen natürlich, unsere Techniker jedes Kabel doppelt und dreifach zu prüfen, damit es das nächste Mal wieder funktioniert. Und ich bleibe da optimistisch. Ja. Und wir haben ja unsere Aufzeichnung auch direkt am Abend noch nachgejagt, wenn es wieder Probleme gibt. Es vermisst ja keiner was und es kostet ja auch nichts. Ja. Es ist ja nicht so, dass ihr irgendeine Gebühr dafür zahlt, diese Sendung zu sehen. Wenn es da huckelt, dann hört zu und ihr wisst jetzt demnächst, okay, dann kommt die Aufzeichnung noch im Nachgang. Ja, und dann natürlich auch eingebaut noch oder darauf aufgesetzt, warum machen wir uns den ganzen Stress auch? Ja? Da kommen natürlich viele, also wenn der oder wenn die das gepackt hätten, dann würden die das ja gar nicht machen. Und das ist etwas, was mich immer wieder aufs Neue wundert. Es gibt keine andere Branche, glaube ich, auf der ganzen Welt, in der immer Außenstehende sagen, also die können es ja nicht gepackt haben, weil die beruflich tätig sind. Ja? Das würde keiner die Überlegung anstellen, warum Mark Zuckerberg noch arbeitet oder Jeff Bezos oder Manager bei Siemens mit Millionengehältern, ja, oder sonst wer, oder Fußballer, ja, warum hören die nicht irgendwann auf, wenn sie satt sind, ja? Da würde nie einer drüber reden, aber an der Börse tun sie es, ja. Und ich wundere mich da immer wieder. Und also nur ein Beispiel selbst, Dirk Müller, ja, der müsste gar nichts mehr machen. Der hat seinen Fonds, da fließen immer ein paar Millionchen in seine Richtung Jahr für Jahr, ob der erfolgreich ist oder nicht, spielt keine Rolle. Er müsste das nicht mehr machen. Und trotzdem macht er seine Seminare, seine Webinare. Er ist natürlich auch ein gern gesehener Talkgast. Und man darf über ihn schimpfen, man darf auch über seine Performance irgendwie diskutieren oder irgendwas. Aber auch da, er macht das nicht absichtlich oder böse, hat er irgendwie eine Philosophie dahinter, vielleicht ging die letzten Jahre nicht auf, vielleicht geht sie irgendwann auf. Ja, und es ist ja auch freigestellt, ob man da mitmacht oder nicht. Ja, oder selbst ein Bernd Förtsch in Kulmbach, mittlerweile einer der reichsten Menschen in Deutschland, ja, mit seinen vielfältigen Aktivitäten, ein Arbeitstier. Ja, und auch einer, der sich eben ärgert, wenn wir hier in Fulda irgendwas machen, was er nicht hat. Ja, finde ich großartig. Ja, also auch da wird gearbeitet und mal hoch. Und es macht ja auch Spaß und auch uns macht es doch Spaß. Ja? Was soll ich den ganzen Tag machen? Däumchen drehen? Ich will ja das, was mich persönlich ja erfolgreich gemacht hat, ja euch weitergeben. Ja? Und ich bin so ein Fan von Börse und Aktien und mittlerweile so tiefenentspannt, was das Thema ist, dass ich einfach meinen Teil dazu beitragen möchte, dieses Gedankengut oder dieses Thema weiter nach vorn zu bringen. Und natürlich haben auch wir bei uns monetäre Überlegungen. Es wäre natürlich auch Blödsinn, das in Abrede zu stellen. Ich habe Mitarbeiter, zweistellige Zahl. Wir haben Externe, ja, die uns Rechnungen stellen. Das muss bezahlt werden. Ich habe keine Lust, das aus der Privatschatulle zu machen. Ja. Und natürlich haben wir da Formate, die man nutzen kann oder auch nicht. Wir haben Börsenbriefe, Optionsscheinpaket, wir haben einen Club, wir sind Speaker, wir sind für Seminare zu buchen, wir machen alles möglich. Ja? So, damit verdienen wir natürlich auch Geld. Aber uns ist jeder recht, ob er unseren kostenlosen Newsletter nutzt, ja, oder ob er nur Aktienlust konsumiert oder irgendwann auch mal einen Börsenbrief von uns in den Einsatz nimmt. Und auch da haben wir Angebote für jeden, unseren Dividendenbrief vom Jens oder unseren Wachstumswertebrief vom Cliff, ja, oder unseren Turnaround-Value-Brief vom Markus Neugebauer. Kann jeder ausprobieren. Wenn es ihm nicht gefällt, lässt das bleiben wieder. Ja. Also auch das sind einfach Angebote, die wir machen, genauso wie unser Club. Ja. So, und natürlich tun wir mit unserer Aktienlust, der Nebeneffekt, je größer wir mit Aktienlust werden, desto mehr kommen vielleicht auch mal auf die Ideen, da etwas von uns zu nutzen. Ist ja auch gar keine Frage, genau, wenn wir auf der Bild irgendwie was schreiben. Ja. Und ich glaube, das sollte auch erlaubt sein in diesem Land, dass man arbeitet und Geld verdient. Ja. Und trotzdem bleibt es unsere Intention. Und vor allen Dingen, wenn ich da für Frontleute wie den Jens, den Meg, mich spreche, wir gehen nach vorne, um für das Thema zu begeistern. Das ist unsere Intention. Wir wollen es unterhaltsam machen, ja, wir wollen es anders machen und wir wollen neue Wege da gehen und wir werden auch immer wieder neue Dinge ausprobieren, ja, und manches geht in die Hose, manches glückt und am Ende des Tages wollen wir vor allen Dingen eines erreichen, dass diejenigen, die uns über die Jahre hinweg begleiten
unsere Philosophie verstehen. Und wer das tut, der legt bequemer, der legt entspannter und der legt langfristig einfach erfolgreicher an. Und darum geht es uns hier auf Aktienlust. Und ich hoffe, dass ihr das alles jetzt auch so verstanden habt und dass ihr das so mitnehmt und dass ihr vor allen Dingen selber natürlich Missionare der Aktienlust werdet. Ja, und jetzt, das ist ja auch so eine Spielerei. Ich habe meine Kamera selbst aktiviert mit meiner Apple Watch und jetzt beende ich das Video mit meiner Apple Watch. Und wisst ihr, was das für mich hier macht? Ich bin und bleibe weiterhin auch Apple-Aktionär. Also Leben, Börse hängt immer miteinander zusammen. Wir sehen uns dann morgen 17 Uhr, wie gewohnt, Börsenwoche live am Nachmittag. Und das sollte wieder funktionieren. Und da könnt ihr wieder euch wund und chatten und diskutieren, wie immer. Und da freue ich mich drauf. Also macht's gut, euch noch einen schönen Sonntag.